Jo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Final Fantasy VII Rebirth Guide und ihr habt mich in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal einen Guide dazu machen kann, wie ihr hier diese kleinen Roboter so programmieren könnt, dass ihr im Fluss des Lebensstroms in den Missionen dann später das Ganze auch so absolviert, dass ihr natürlich dann auch bei Johnny die Trophäe vorausschauender Programmierer erhalten könnt. Und den Guide zu den Feldforschungen innerhalb der Kosmoregion, sprich zu den Missionen Fluss des Lebensstroms, den bringe ich euch natürlich gerne. Wir sollten als erstes mal schauen, dass wir natürlich unsere Robis so mit den Gambits programmieren, dass wir natürlich auch einen gewissen Vorteil haben. Und ich empfehle dir hier, nimm dieses Setup, wie ich es dir gerade zeige. Du kannst dann beispielsweise den ersten Gambit hier so programmieren, dass du dich selbst auswählst und dann entsprechend hier beispielsweise mit einem Barriereschuss nochmal versorgst. Das bedeutet, diese ganzen Gambits haben nach der Reihenfolge von oben nach unten natürlich auch eine bestimmte Priorität und so solltest du das Ganze definitiv auch für dich irgendwo jetzt mit fokussieren, damit du natürlich einen gewissen Vorteil hast. Außerdem solltest du in der Portalfertigkeit hier am besten das zweite anwählen, so bist du im offensiven Modus. Du hast Aeroga dazu nochmal bekommen und auch den Komet und wie gesagt, wenn du das Setup hier so wählst, dann sollte das kein großes Problem sein. Das bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise deinen Robi 1 besonders auf Feuer getrimmt hast oder jetzt auf Eis hier in dem Fall, dann hat er natürlich trotzdem im Umkehrschluss auch eine gewisse Schwäche. Und da musst du halt immer ein bisschen aufpassen, was du dann wie natürlich auch aktivierst. Du siehst natürlich oben rechts an dem Energiebalken des Gegners anhand der Pudding, ja, Energiebalken dann auch immer nochmal, was die einzelnen Schwächen der Gegner sind. Und wir dürfen jetzt aber hier an der Stelle nicht vergessen, dass wir natürlich uns auch ein bisschen so aufgestellt haben, dass beispielsweise unser kleiner Elektro-Robi eher so als Heiler unterwegs ist und Feuer und Eis vor allem für den größeren Schaden verantwortlich sind. Und jetzt kannst du dir natürlich eine Taktik aufstellen. Du kannst beispielsweise hier vorne erstmal so einen Feuer-Robi rausschicken, der halt richtig heftige Raketen raussenden kann. Und hinterher schickst du dann beispielsweise einfach mal so einen, ja, so einen kleinen Heiler, also so ein Elektro-Robi. Außerdem kannst du jetzt sowas wie Komet natürlich immer noch einsetzen oder dieses Aeroga. Das ist dann so eine Windattacke im Prinzip nochmal. Das siehst du auch, das macht auch sehr viel Schaden, nimmt teilweise sogar die Pudding-Gegner direkt vom Feld. Und hier kannst du jetzt beispielsweise dann auch ja als nächstes hier den Robi einsetzen für unser Eis. Und du siehst, hier haben wir auch direkt den Barriereschuss als erstes aktiviert. Also es war ja unser erster Gambit. Und das bedeutet, nach dieser Reihenfolge arbeitet sich das Ganze natürlich auch immer wieder ab. Und das solltest du in deiner Taktik natürlich auch berücksichtigen. Wenn du diese Programmierung so wählst, wie ich es dir gezeigt habe, denk halt einfach immer daran, nimm am besten irgendwie ja Eis oder Feuer, je nachdem, worauf der Gegner reagiert, und schick danach auch noch einen, vielleicht, wenn du kannst, noch einen kleinen Elektro-Robi hinterher, sodass er aus der Deckung hinten immer wieder ein bisschen heilen kann. Falls du jetzt einen Elektro-Gegner beispielsweise hast, dann sind natürlich die Gegner von unserem Feuer-Robi trotzdem nochmal ziemlich stark gegenüber den Gegnertypen und da wirst du das relativ easy hinbekommen. Die Programmierung, wie ich sie dir gezeigt habe, die funktioniert für die ersten drei Feldforschungen, sprich ja für die ganzen Missionen. Also das ist ja eigentlich der Hard-Mode von dieser ja, Fluss des Lebensstroms Herausforderung und ist schon ein bisschen tricky, muss man sagen. Aber du wirst danach belohnt. Du bekommst natürlich, wenn du alle vier Feldforschungen erledigt hast, dann auch die Trophy bei Johnny in der Trophäensammlung, die sich da nennt Vorausschauender Programmierer. Brauchst du natürlich sowieso, um auf Platin zu kommen, von daher ist das schon nicht ganz unwichtig, wenn wir das hier angehen. Und damit sind wir in der zweiten Feldforschung angekommen in der Kosmoregion und machen jetzt hier den Hard-Mode, sprich den Missionsmode rund um die, Programmierung der Roboter. Und jetzt siehst du, jetzt wird hier ein kleiner elektroanfälliger Pudding rausgeschickt und wir gehen jetzt hier in dem Fall auch mal mit Elektro raus. Wie gesagt, du hättest vielleicht hier jetzt auch erstmal so einen kleinen Feuer-Robi rausschicken können, wäre vielleicht gar nicht verkehrt gewesen. Hätte ich da rechts vielleicht auch so machen sollen, aber ich habe mir den aufgehoben, denn ich habe gesehen oder ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass jetzt links und rechts da hinten gleich zwei Feuer-Pudding starten werden und deshalb habe ich da erstmal einen kleinen Elektro-Robi links geopfert, mehr oder weniger. Der macht halt nicht so viel Schaden bei dem Pudding. Aber ja, du siehst jetzt hier von hinten, setzen wir jetzt hier einen Elektro-Robi hinterher und er hat den Vita-Schuss für unseren Feuer-Robi
ausgesandt und so können wir uns immer wieder ein bisschen natürlich auch heilen. Außerdem werden wir auch unsere drei Energiesteine, die in den Ecken stehen, von denen aus natürlich immer unsere Robis ausgesendet werden, die können wir auch ein bisschen heilen, das siehst du auch, da gibt es im Prinzip immer wieder ein paar Lebenspunkte mit drauf und das ist natürlich schon sehr gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, man muss natürlich ein bisschen schauen, dass man vielleicht dann auch hier einfach mal jetzt einen Feuer-Robi vielleicht noch rausschickt. Man sieht ja da hinten, hinter dem Elektro kommen dann nochmal zwei. Ja, jetzt können wir natürlich auch hier nochmal Special-Attacken mit einsetzen, können jetzt zum Beispiel hier Aero mit einsetzen. Und das ist natürlich sehr gut, gerade wenn du mehrere Gegner relativ nah beisammen stehen hast, dann kannst du da ziemlich schnell was anrichten. Hier siehst du jetzt, wir haben einen Eis-Robi rausgeschickt. Wir bekommen natürlich gleich auch wieder hier unseren Barriereschuss und bekommen natürlich dadurch nochmal ein zusätzliches Schild. Jetzt haben wir hier 30 Sekunden durchgehalten. Da können wir uns auch wieder einen Buff holen, wenn wir den Robi so programmieren. Und du siehst jetzt hier, macht das nicht so viel. Es hat nicht so viel Damage beim Gegner gemacht, aber es hat gereicht, um ihn hier wirklich auch in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Ja, im Prinzip musst du auch immer nur schauen. Der Gegner, also gerade hier der Boss-Pudding, der hat natürlich auch an der einen oder anderen Stelle dann ein paar ja, Buffs, die er bekommen kann durch die Zeit, die er da ist. Du siehst jetzt hier, eigene TP wurde da nochmal geheilt. Und das sind halt so Effekte, die auch ihn betreffen können. Die interessieren jetzt in den Anfangsrunden noch nicht so stark, aber später in den folgenden Runden wird das doch schon relativ tricky. Ja, hier setzen wir jetzt einfach mal Komet ein, denn hier haben wir zwei Elektro-Gegner gehabt, die wir auf jeden Fall relativ schnell uns irgendwie vom Hals halten wollen. Wie gesagt, Elektro ist jetzt halt hier an der Stelle nicht so stark. Das ist ein Gegner, da sehen wir nicht, welche Affinität er hat, beziehungsweise gegen was er anfällig ist. Da schicken wir dann zum Beispiel einfach sowas raus, was natürlich den größeren Schaden dann anrichtet. Und wir haben gesehen, hier ist einer von den Feuergegnern, beziehungsweise der ist für Feuer anfällig. Deshalb habe ich dann da drüben einfach einen Eistypen rausgeschickt und das macht auch wirklich gut Schaden bei demjenigen und du siehst hier nochmal einen Eisschuss hinterher und dann ist der Gegner da an der Stelle auch gleich weg. Man muss natürlich immer ein bisschen die Zeit oben im Auge behalten, aber darf natürlich nicht den Überblick verlieren über die einzelnen ja, Schlachtfelder, die sich sozusagen dann ergeben. Und manchmal muss man dann schauen, dass man einfach vielleicht mal, obwohl jetzt gerade keine neuen Gegner spawnen, dass man einfach mal auch ein paar neue Robis mit aufs Feld schickt. Man hat natürlich eine bestimmte Anzahl nur, die man lossenden kann. Und das birgt natürlich auch ein gewisses Risiko. Aber manchmal gibt es längere Pausen, wo kein neuer Gegner spawnt. Und dann ist es manchmal schon ganz gut, wenn man dann eher nochmal zwei, drei Raketen vielleicht beim Hauptboss anbringt, als wenn man dann einfach nur die Zeit wartet und dann vielleicht dann doch verliert. Also probier dich da einfach mal ein bisschen aus. Es wird auf jeden Fall irgendwann gelingen und ich denke, die ersten Missionen hier innerhalb der Herausforderung sind dann noch nicht ganz so schlimm. Ja, jetzt werden wir als nächstes natürlich hier auf den Königspudding treffen und da werden wir dann jetzt hier auch natürlich uns wieder ein bisschen die Strategie ausarbeiten müssen. Gerade am Anfang ist es wichtig. So, jetzt spawnt hier ein kleiner Elektro-Pudding und da schicken wir natürlich jetzt erstmal hier einen von Elektro raus. Wie gesagt, du kannst natürlich auch hier Feuer oder Eis rausschicken und dann eher hier den Elektro-Pudding für dich natürlich nochmal als Heiler einsetzen. Aber ich wusste, dass hinten dran gleich nochmal ein Feuer-Pudding kommt. Deshalb habe ich das Ganze auf diesem Weg gemacht und der macht halt jetzt dem zweiten, der da gespawnt ist, von den Gegnern natürlich ordentlich Schaden. Jetzt habe ich natürlich auch hier gewusst, weil ich diese Runde ein paar Mal gemacht habe, dass die drei Gegner hier relativ eng beisammen stehen. Deshalb habe ich jetzt hier direkt schon mal die Windattacke von unserer offensiven Haltung mit angebracht. So haben die schon mal ein bisschen Schaden. Jetzt mussten wir hier kurz warten, bis wir natürlich auch da wieder aufgeladen sind, haben hier nochmal einen Feuer-Robi rausgeschickt und dann ist nämlich da hinten in der Ecke gleich der Gegner down. Und jetzt müssen wir uns erstmal nur hier um diese Ecke so ein bisschen kümmern, schicken hier mal einen Komet mit rein, weil ja, da wird es halt relativ eng und hier müssen wir jetzt nur aufpassen, der hat das Portal erreicht von uns und hier sollten wir natürlich jetzt so schnell wie möglich drauf reagieren. Und hier kannst du jetzt Eis schicken, du hättest auch Feuer rausschicken können, es ist an für sich egal, nur ich hätte hier nicht nochmal einen zweiten Elektro rausgeschickt, denn obwohl er dafür anfällig ist, macht halt Elektro bei ihm durch unsere Programmierung nicht so viel Schaden. So, das ist im Prinzip ja relativ easy, wenn man das ein paar Mal durchgespielt hat, dann ist das gar nicht mehr so schwer. Man muss nur so ein paar Dinge natürlich beachten. Immer natürlich das Ganze, ja, das große Ganze so ein bisschen im Auge behalten. Jetzt habe ich hier gesehen, hier kommen so zwei Elektrotypen auf uns zu. Das könnte ziemlich eng werden und da haben wir nicht wirklich was gegenzusetzen. An den anderen Stellen wurde bereits gekämpft
Und dann sollten wir jetzt hier auf jeden Fall was anbringen, was natürlich Schaden macht. Das Problem war jetzt hier natürlich an der Stelle, dass ich keinen Feuer- und Eis-Robby mehr übrig hatte und hier jetzt einfach einen Elektro rausschicken musste. Es hätte jetzt erst wieder Feuer oder Eis draufgehen müssen. Ist halt nicht passiert, weil an der anderen Stelle keine Gegner waren. Das kann manchmal auch so ein gewisses Risiko sein. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit gehabt, konnten nochmal einen Eis-Robby rausschicken und da bekommen wir dann auch wieder direkt den Barriereschock, beziehungsweise ja nochmal den zusätzlichen Schutz für uns. Und das Blöde ist nur jetzt an der Stelle, durch die Programmierung fährt er jetzt im Prinzip vorne zum Boss. Also er geht jetzt nicht mehr hier unten auf den Pudding, der eigentlich direkt am Portal steht, sondern er geht direkt zum Boss. Und das ist natürlich schon manchmal ein bisschen schwierig, ja, weil da können wir natürlich dann ordentlich Schaden auch abbekommen. Jetzt habe ich gesehen, hier unten, da ist relativ viel los. Hier sollten wir uns darauf konzentrieren. Jetzt war das Gute, dass wir durch den Gravitationsschuss hier den Gegner direkt vom Spielfeld nehmen konnten. Das haben wir ja auch bei unserem Elektro-Robby als zusätzlichen Gambit mit einprogrammiert. Das ist ziemlich effektiv, wenn es denn funktioniert. Funktioniert halt nicht immer. Die Wahrscheinlichkeit oder das Glück, was man da im Hintergrund braucht, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel TP vielleicht beim Gegner schon fehlen müssen, damit der Gravitationsschuss da auch wirklich funktioniert. Ja, und dann siehst du, dann ist so eine Runde doch auch wieder relativ schnell dann irgendwann vorbei, je nachdem, was natürlich passiert. Jetzt kommen wir zur vierten Runde und hier müssen wir aufpassen, hier müssen wir die Gambits umprogrammieren. Und zum einen sollten wir jetzt hingehen und sollten hier oben unseren Eis-Robby hier direkt am Anfang in dem ersten Gambit so umprogrammieren, dass wir jetzt auf Gegner gehen und dass wir hier den Eisgar-Schuss aktivieren. Du kannst natürlich diese Programmierung, diese KI-Sets auch immer noch mal ein bisschen switchen. Du kannst dir die speichern, kannst die laden. Das ist aber jetzt erstmal nicht wichtig. Wichtiger ist, dass wir hier für den Gegner den Eisgar-Schuss nehmen. Du siehst, da ist ein kleines Plus-Symbol hinten dran. Und dieser Gambit wird erst dann aktiviert, je nachdem, welche Bedingungen wir jetzt auswählen. Und ich habe hier immer die 30 Sekunden Überleben ausgewählt für die einzelnen zusätzlichen Eisgar-Schüsse oder Feuergar-Schüsse oder auch den Blitzgar-Schuss. Denn unsere Robis können schon relativ lange auf dem Spielfeld sein, auch wenn natürlich jetzt zum Beispiel so ein Elektro-Robi für Eis anfällig ist oder aber der Feuer-Robi für Blitz. Und in der vierten Runde sind die ersten Sekunden die entscheidenden. So solltest du jetzt ganz am Anfang hier in der Ecke auf jeden Fall erstmal einen Feuer-Robi rausschicken, der auf den Eispudding hier schon mal ein paar Raketen schicken kann. Eis können wir leider selber nicht jetzt losschicken, denn das wird geblockt durch den Boss. Der hat nämlich gerade Eis aktiv und da können wir das gleichzeitig nicht starten. Dann solltest du dahinter natürlich direkt nochmal einen Elektro-Robi schicken. Alles, was du da auf die Gegner lossenden kannst, das zählt natürlich. Und hier in der zweiten Reihe bei unserem zweiten Portal, da entsenden wir jetzt hier auch erstmal einen Feuer-Robi und direkt dahinter natürlich, sobald es möglich ist, dann den nächsten. Wobei wir jetzt erstmal hier hingehen, wir haben gesehen, da wird jetzt nochmal ein zweiter Pudding direkt beim Boss aktiviert. Und da gehen wir natürlich dann hin und setzen Wind ein, so können wir uns schon mal den kleineren Pudding, den kleineren Gegner da vom Spielfeld nehmen. Und du hast gesehen, auch da direkt dann dahinter nochmal zusätzlich Elektro losgeschickt. Und hier haben wir jetzt nochmal einen kurzen Moment warten müssen, bis natürlich der Cooldown vorüber ist. Und dann können wir auch hier nochmal weiter dann ein Feuer-Robi einsetzen. Und du hast gesehen, da hinten haben wir schon den Buff bekommen dafür, dass unser Elektro-Robi 30 Sekunden auf dem Spielfeld war. Und jetzt kann er natürlich Blitzgar direkt einsetzen. Und das macht dann natürlich auch viel mehr Schaden bei unserem Hauptgegner. Und das ist wirklich der Schlüssel. Du solltest diese 30 Sekunden einstellen, solltest Blitzgar, Feurer und Eisgar natürlich als zusätzlichen Gambit mit bei den Robis programmieren. Und dann wirst du sehen, der Gegner wird jetzt relativ schnell fallen. Also ich habe mich da echt mega schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man einmal weiß, was man bei den Robis programmieren muss, dann klappt das relativ easy. Natürlich auch immer wieder schauen, dass keiner von den Puddings natürlich deine Portale zerstört. Das war jetzt hier unten an der Ecke relativ knapp. Und deshalb habe ich gesagt, die ersten Sekunden sind mit die entscheidenden, denn das wird eine echt enge Nummer teilweise. Wenn du dann einmal die Überhand hast, und das wirst du jetzt gleich sehen, die TP werden jetzt schwinden vom Gegner, dann bekommst du auch relativ schnell den Sieg für dich herbei. Und dann macht das Ganze natürlich auch wieder ein Stück weit Spaß, obwohl das wirklich mit eines der anstrengenderen Minigames ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hier will sich der Boss jetzt nochmal einen TP-Vorteil bringen. Das hat er sich jetzt so quasi als Buff gegönnt.
aber wir halten natürlich hier dagegen. Und jetzt solltest du einfach nur schauen, du hast die Situation relativ gut unter Kontrolle. Hier drüben haben wir die Gegner gestoppt durch einen Blitz-Robi und einen Eis-Robi. Hier unten können wir jetzt beispielsweise auch nochmal was rausschicken, aber das war schon gar nicht mehr notwendig. Denn wir haben den Gegner besiegt. Ja, ich hoffe, das Ganze hat dir jetzt geholfen. Du wirst vielleicht den ein oder anderen nützlichen Tipp für dich erhalten haben. Falls du trotzdem Schwierigkeiten hast, lass mich gerne über die Kommentare wissen. Und ansonsten schau doch auch gerne mal hier bei dem Guide vorbei. Hab vielen Dank, hau rein und mach's gut.